So, passt, Björn. Hier liegt dein Gewicht und dann. Jawohl, ich sehe es schon. Perfekt. Genau, und dann legen wir mal los. Hexen in den Ladegutwagen sollte, also in den Das Ladegutwagen sollte eigentlich passen. sollte funktionieren, ja. Ja, dann bin ich gespannt. Ja, passt. Dann fahren wir mal rüber. Müssen in dieselbe Richtung. Wir kriegen jetzt so viel rein in den Grampe und in den Bergmann. Da müssen wir wenigstens nicht alle paar Minuten stehen bleiben und der Häcksler nicht stehen bleiben. Weil ich hätte vorher geglaubt, mit den zwei Brandnern da drüben. Ah, das sind ja Fliegen. Und den Brandner, aber es wäre ja doof. Weil dann kriegst du nicht viel rein. Wenn wir die zwei voll machen, dann haben wir sicher für die nächste Zeit wesentlich genug. Weil überall spannende Geräte zu entdecken. Wahnsinn. So, Milchviehbetrieb. Milch? Vieh. Lol. Jetzt hab ich mich geschreckt, weil der Horst mit dem Traktor fährt. Gar nicht mehr dran gedacht. Alles klar. Fährst du vor? Kann ich machen, ja? Jo, ich tue es danach. Ich halte dann gebührenden Abstand, weil ich nicht weiß, ob ich mit dem Gerät auf der Straße fahren darf. Aber ich gehe davon aus. Genau. Und wir fahren zu Feld Nummer 30, werden da jetzt mit Häckseln beginnen, weil wir Häckselgut bzw. Silage brauchen. Beziehungsweise Häckselgut für Silage, so ist es richtig. Ich werde die Zeit einfach, die Fahrzeit einfach nutzen, um was zu trinken. Wie ist denn das? Bist du Landwirt? Ich? Ja, Nein. okay. Weil ich wollte gerade die Frage stellen, wie das ist, wenn man hier einen ganzen Tag im Hochsommer am Feld ist. Wie man es dann. Oh, rechts vor die geile Nee, da Wasserentnahmestelle. kann ich auch Okay. so Wie man der das macht Realität nichts von sagen. mit Trinken, hat man wahrscheinlich Kühlboxen mit. Normalerweise ist die Landwirtin, die dann die Jause vorbeibringt, so irgendwie kenne ich das noch. Ja, als mein Onkel früher noch selbst gepresst hat, da haben wir dann auch immer Getränkeflaschen mitgehabt. In einer Kühlbox, oder? Oh, wir sind schon Sorry. zu weit. Oh lol. Sorry, ich hab grad. Trinken ist doch keine gute Idee während der Fahrt. Zu weit? Ja. Eieiei. Eieiei. Ja, Ja, ich bin halt noch neu in der Region. ja. Sehr wurscht. Bin an der schön umdran. Also, ich, wie gesagt, ich kenne das nur von ganz, ganz früher. Da haben wir immer eine Kühlbox mitgehabt. Aber ist ja da. Da hat es auch noch keine 40 Grad gehabt im Sommer. Müssen Rechts rein. genau Gut dann geraten. zur Seite rüber. Na, da jetzt rechts rein geht nicht, oder? Doch, wir können an der Seite dran vorbei. Aha. Cool. Wenn du das so sagst. Alles klar. Der hintere. Moment. Eieiei. Ja, genau. Führst mir zu den entlegensten Orten hierher. Was haben wir hier schon wieder für Möglichkeit? Kühe oder was? So, da steht da der gute Mais. Jawohl. Das heißt, ich lasse meinen Hänger hier mal stehen. Wir machen meinen ersten vor, logischerweise dann erst den zweiten. Bleib ruhig stehen. Ich stelle nur meinen her. Ich stelle nur meinen Hänger mal her. Okay. Ich hoffe, dass du soweit bist. Ja. Weil ich bin's. Ist zwar jetzt nicht atemberaubend. Welche Richtung fährst du? Ich fahre logischerweise da jetzt erstmal. Ich versuche. Okay, warte mal, sollten wir mal das Feld anschauen? Okay, ich habe eine Idee. Du fährst rechts von mir.
Wir machen das okay. So. Wir machen das so, da können wir nämlich hinten, da kannst du fast unter Anführungszeichen fast am Weg fahren. Und da fahren wir nicht durchs Feld. Ready? Oh, Moment, bin am Anfahren hier. Du kannst ruhig, jetzt müsst's schon fast passen. Ja, gezielt hat er auf mich. Wie gesagt, kannst du da rechts. Genau, ich glaube, dass das noch reichen müsste. Sollte eigentlich. Notfalls müssen wir uns irgendwann nochmal um die Bäume kümmern. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wieso geht hier nichts? Lol, Alter, ich bin behindert. Weißt du, was das für ein Gerät ist? Es ist nicht der Häcksler. Auch beim Häcksler? Na, ich glaube. Naja, warte mal. Ich weiß jetzt nicht, aber das ist nicht ein Maishäcksler. Ich glaube, dass du Schwaden mit dem Ding aufnimmst. Universallader ist das. Ei, Scheiße. Lol, das ist ein Pöttinger Universallader, ja. Vom losen Material. Lol. Und jeder aus uns glaubt wahrscheinlich. Schlecht. Das heißt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich nirgends wo. Ach, Kacke. Ich möchte trotzdem häckseln jetzt. Gibt ja nichts. Es gibt kein Pöttinger. Gibt es im Spiel kein Pöttinger Häckselgeschichte? Nee, gibt nur den. Der noch. Doch, den Pöttinger Max. Oh, wieso finde ich den gerade nicht in-game? Der Händler an. Ja, ich glaube, den müssen wir uns leisten. 38.000. Ja, andererseits können wir sicherlich einen Teil auch zur BGA führen. Und 136.000 haben wir noch. Das Ding ist einfach, wenn wir unsere Schweine auf 100% knallen, dann haben wir, glaube ich, eine recht lukrative Einnahmequelle. So oder so nicht? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ja. Das heißt, ich führe das Ding jetzt erstmal kurz zurück. Gut, der Weg war nicht so weit. Beziehungsweise, da kann ich den eh gleich direkt bei den Schweinen stehen lassen, weil er der praktisch ist für meine Haufen, die ich dort platziert habe. Ja. Eieiei, das war jetzt verhaut, würde ich mal sagen. Kann ja mal gucken, was Horst macht. Ja, genau, schauen wir zum Horst. Ich bin eh gleich soweit, ich hoffe es natürlich. Ja, der kommt nicht mehr weit. Weil? Weil er gleich kein Saatgut mehr hat. Oh. Heute haben wir einen Wurm drin, auf jeden Fall. Aber gut, macht ja nichts. Den können wir ja auf jeden Fall auch Saatgut kaufen. Das macht ja nichts. Ja, ich fülle dir mal wieder nach hier. Bitte, bevor der wieder das falsche Saatgut holt. Ja. Und ich gebe Gas. Aber ich bin auch schon jetzt fertig hier am Schweinehof. Eieiei, macht das wenigstens recht schön, da heißt. Ja, ganz saubere Bahn. Wirklich, super. Ist ja das Komische bei ihm. Weil er macht es wirklich gut, was er macht und wann er was macht, aber er hat selber keinen Hof mehr. Spannend. Aber ja, gut, muss er ja wissen. Genau. Habe mich so verhaut mit dem, als ist halt im Unterstand da gestanden bei den Kühen am Milchhof und ich Trottel hab das echt geglaubt, dass das die Häckselmaschine ist. Dass ich da einen Universallader am Hof finde, mit dem habe ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. Aber gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir sowas haben. Wird uns vielleicht in der Zukunft auch noch ein bisschen helfen. Schauen wir mal.
Ja, damit können wir dann auch die Haufen entfernen. Genau, eben, ja. Sag ja, schlecht ist es ja nicht, aber fürs Maishexen ist es nicht optimal. Das Ding schaut ja genau gleich aus, was? Und die wichtigen Dinge, dass man den Unterschied kennen würde, sieht man nicht, weil das in die falsche Richtung schaut, wenn du es aufnimmst. Eieiei. Wie ist es bei dir so? Mit Lenkrad ist schon geiler zum Spielen, oder? Oh, viel geiler. Also ich baue es eigentlich gar nicht mehr ab. Ja. Also ich kennt man es ohne Lenkrad gar nicht mehr vor. Ich würde es ohne Lenkrad, glaube ich, gar nicht mehr spielen wollen. Es ist für mich ein ganz großer Reiz am LS. Dass ich die Geräte, die verschiedenen Geräte hier eben mit Lenkrad steuere. Und je nachdem, was für Lenkrad das man hat, desto mehr Spaß macht es auch. Mhm. Ich habe einmal eins gehabt, das hat nur 180 Grad gehabt. Ja, habe ich auch nur, aber das reicht. Also ich habe mich da früher nicht wohlgefühlt. Vor allen Dingen muss man sagen, ich habe da früher nur nicht gewusst, wie es ist mit mehr Grad zum Spielen. Ich meine, ich spiele nicht mit 900 Grad, das habe ich beim LS-Lenkrad probiert. Aber generell spiele ich mit was nicht, 720 oder 400 Grad, so irgendwas in dem Bereich. Also nicht so krass und nicht so wenig, aber es ist halt der Unterschied, ob es 180 Grad oder 400 Grad hast. Aber wie gesagt, früher den Unterschied nicht kennt, aber generell wurscht. Aber Lenkrad, ohne Lenkrad wird es bei mir, also mit Maus und Tastatur. Mit Maus steuere ich schon noch Sachen, auch wenn ich einen Joystick habe. Aber mit Tastatur waren eher nur mit einem Controller, mit einem Xbox-Controller. Das geht auch noch ganz geil. Ja, da komme ich nicht mit zurecht. Habe ich auch lange geglaubt, aber es geht dann immer besser. Bist du schon so weit? Ja, ich stehe hier einsatzbereit. Aber der hat mich noch nicht gefunden. Ja. Ah, jetzt. Jetzt. Ja, musst du schauen. Ich hoffe, dass der Baum uns nicht da jetzt krass im Weg ist. Ich versuche Vollgas zu fahren, aber Vollgas sind in dem Fall 6 km/h. Vielleicht kannst du dem Tempomat schön auf 6 km/h. Ja. Oh, ich muss mal ein Stück dichter ran. Mir taugt es rechts unten extrem gut, dass da steht, was du gerade bearbeitest bzw. lädst. Mir gefällt das so extrem gut. Ja. Ich habe gar nicht geschaut, ist das beim 17 auch so? Na, der Text, der ist ja durch einen Mod drin. Ja, das ist mir schon bewusst, aber beim 17, ob das schon standardmäßig so ist. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, muss ich mir dann auch nochmal anschauen. Weil mir das extrem gut, ich weiß, dass das ein Mod ist, aber mir gefällt das einfach extrem gut. Weil ich einer von den Idioten bin, ich meine Häckselkuchen und so Sachen kenne ich, aber Weizen und Gerste nicht mehr, ne? Und ich das einfach total bequem finde, weil das da unten steht. Ja, wir haben es bei uns auf dem Server auch aktiviert. Ja. Oh, rechts, in Heinrich seine Pferde. Ja. Der Pferde geht's noch gehört gut. Aber eh noch im Bauer Heinrich, oder? Ihr kehrt ja zu seinem Hof dazu. Ich glaube, oder? Müsste eigentlich, ja. Ich glaube, okay. Oben ist nur so ein wie die Reitanlagen. Oder? Ach so, eine Stelle da unten. Eben. Ach, vielleicht ist es nur zum. Ah ja, wie du sagst, die Reitanlagen für. Wenn er wieder irgendwelche Kinder oder Schüler hat oder so. Aber das kann sein, dass er das oben macht. Ja, schwierig. Wurscht. Um dem geht es jetzt wieder besser? Ja, da hat sich alles erholt. Er kriegt wohl jetzt noch Geld von der Versicherung. Okay. Dann baut er den Stall da wieder auf. Okay, ja. Glück im Unglück. Ja. Aber was, davor ich auch voll Bock hab. WoW zum Spielen. Aber, es ist nicht mehr, weiß nicht, hast du früher mal WoW gespielt? Ja, ist aber schon Ewigkeiten her. Das Problem ist nämlich, warte, ich muss kurz einfahren, ich komme da nicht durch. Das Problem ist nämlich, wenn du lang weg bist, und früher war das alles mit Gilden und da hast du ja noch richtige Gilden gehabt und so, du kommst, also ich tue mir echt schwer reinzukommen, nicht in die Klassen und nicht im Spiel, aber in eine Gilde und mit vernünftigen Gilden so, wie von früher, das
sowas gibt es ja mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, die sind halt alle schon dann hochstufig und auf die neuen Raids alle drauf. Aber so weit bin ich nie gewesen. Ich glaube, mein höchster Charakter war 75. Okay. War das schon 75? Gar nicht mehr, wann ich aufgehört habe. Okay. Ich glaube nach, wann immer Burning Crusade und dann kam hier das, das Lich King. Genau, das hatte ich noch und dann. Da bin ich aber auch nie durch. Oh, ich glaube, ich hänge am Baum fest, oder? Jetzt nicht mehr. Aber der Paar ist Sender. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Tschüss. Tschüss.